Heute möchte ich euch unser cooles neues Produkt vorstellen, Morris Fenderbaum E-Rescue. E-Rescue ist ein Kriechöl, das durch seine Rezeptur gleichzeitig eine stark stromisolierende Wirkung hat. Es funktioniert also zur Rettung und zur Pflege von euren Elektrogeräten in Haushalt, Garten und Hobby. Achtung, es schützt nur eure Geräte, nicht das Menschenleben. Die Anwendung werde ich euch gleich im Close-up zeigen. Um euch die Anwendung im Garten zu zeigen, habe ich mal eine Gartenbeleuchtung vorbereitet und einen regnerischen Herbststurm. Ich baue die Gartenbeleuchtung auseinander, nehme unser Produkt E-Rescue und sprühe in die Fassung und sprühe auf die Birne, die Fassung. Und jetzt schraube ich die Birne in die Fassung. Unsere Gartenbeleuchtung geht jetzt in den regnerischen Herbststurm. Und leuchtet. Unser Kriechöl unterwandert das Wasser und lagert sich auf den metallischen Oberflächen so ab, dass wir keinen Kurzschluss bekommen und sich keine Kriechströme entwickeln. Eine Anwendung für den Heimwerker habe ich hier mal vorbereitet. Ihr habt eure teure Schlagbohrmaschine aus Versehen im Garten liegen lassen und ein kräftiger Sommerschauer hat sie erwischt. Das ist kein Problem, mit E-Rescue könnt ihr diese Maschine retten. Ich lasse kurz das Wasser ablaufen, nehme unser Produkt E-Rescue und sprühe in alle Öffnungen auf die Spulen und Wicklungen der Maschine, auch auf die Schalter. Die Bohrmaschine an. Und sie funktioniert und wir haben gemeinsam Elektroschrott verhindert. Aber eine Warnung an euch, ich trage Schutzhandschuhe. Wenn ihr das Produkt auf die Bohrmaschine aufgebracht habt, lasst sie bitte 1-2 Stunden trocknen, um Wasserkontakt mit eurer Haut zu vermeiden. Auch in der Küche ist Morris Fenderbaum E-Rescue ein toller Helfer. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, mir schon. Direkt nach dem Rühren vom Pfannkuchenteig wollte ich die Rührstäbe in die Spüle fallen lassen, aber das Rührgerät fiel gleich hinterher. Das ist mit E-Rescue überhaupt kein Problem. Ihr lasst das Wasser kurz aus dem Gerät laufen. Sprüht E-Rescue in alle Öffnungen, auf die Kontakte der Schalter . Denn das Kriechöl unterwandert das Wasser, verhindert damit zukünftige Korrosion, Kriechströme und einen Kurzschluss. Jetzt schließe ich das Rührgerät für euch wieder an und zeige euch, dass es immer noch wunderbar funktioniert. Doch eine Warnung habe ich für euch, wenn es euch zu Hause passiert und ihr mit E-Rescue arbeitet, ihr aber keine Schutzhandschuhe habt, lasst euer Küchengerät unbedingt 2 Stunden komplett trocknen, bevor ihr es wieder an den Strom anschließt und einschaltet.